Ich will im Outlook-Kalender die Feiertage automatisch anzeigen lassen. Mein Name ist Pirmin Lehnherr. Als erstes wäre es doch praktisch, wenn sämtliche Schweizer Feiertage sofort ersichtlich wären. Das können Sie hier einstellen, bei diesem kleinen Pfeil hier, oder gehen Sie zu Datei, Optionen und wählen Sie hier bei Kalender Feiertage hinzufügen, wählen Sie welches Land, okay, und die Feiertage werden importiert. Okay, okay, schauen wir nach, ob der 15. August drin ist. Ich gehe hier zurück oder ich kann hier sofort auf den 15. August gehen und sehe, Maria Himmelfahrt ist eingetragen. Das war's.